Herzlich willkommen zur EM. Mario Strikers Battle League Football. Zum dritten Spieltag, letzter Spieltag der Gruppenphase. Wer kommt ins Achtelfinale? Das werden wir heute erfahren. Das erste Spiel beginnt mit Schottland gegen Ungarn. Und Ungarn hat nicht mehr viel Möglichkeiten weiterzukommen, aber die Schotten schon. Und die Schotten stürmen hier auch als erstes. 10. Spielminute. Bisher eine ziemlich, ja, tollose Partie. Aber da kommt Ungarn, aber ungefährlich. Oder soll man sagen, ungarnfährlich, aber egal. Sie kommen jetzt nochmal über die Seite von Waluigi und er macht das 1-0 für den Außenseiter, würde ich fast sagen, nach momentaner Tabellenkonstellation. Eine weitere Chance von Peach, aber auch die wird vom Torhüter von Schottland abgewehrt. Doch jetzt müssen die Schotten nochmal kommen. Es sieht gut aus, eine Chance von Daisy, aber gut gehalten. Peach mit dem Konter. Waluigi kommt nicht durch, versucht es nochmal, aber Rosalina hat aufgepasst. Es geht echt hier hin und her. Und es versucht nochmal Luigi aus der Ferne, aber so einfach wird das nicht. Wir sind angekommen in der ersten Nachspielzeit, also die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und noch sieht es so aus, als wenn Ungarn mit einer Führung in die Halbzeitpause geht, aber nein, so ist es nicht, denn Rosalina macht den Ausgleich für Schottland und damit steht es schon 1-1. Sie fliegt durch die Lüfte, aber sie ist auch bei dem Torversuch hier durch die Lüfte geflogen und war auf jeden Fall besser zum Ball als Yoshi. Keine Chance für den Ultraschuss für Daisy jetzt vielleicht, aber nein, Yoshi hat es nochmal unterbrochen. Und jetzt mit dem Konter, aber die Abwehr macht gut mit. Noch eine weitere Chance von Peach, aber der Torhüter hält gut. Nun ein Angriff über Rosalina und Daisy macht das Tor zum 2-1. Das sieht wirklich gut aus für Schottland. Kommen sie nun weiter in dieser Gruppe A? Oder macht es doch noch ein anderes Team? Man muss sagen, die Schweiz steht schon sehr, sehr gut da. Hat aber dann ein Spiel gegen Deutschland. Also mal schauen, wie es danach abläuft. Aber wir sind ja immer noch beim Spiel Schottland gegen Ungarn. Eine weitere Chance über Rosalina. Aber so wird das nichts. Sie müssen es hier mal ein bisschen eindeutiger machen und noch ein Tor erzielen. Vielleicht jetzt mit Bowser. Und gut gehalten. Von Gulashi, Spikey oder so. Nun schaffen sie es. Eine Bombe wird geworfen. Aber es reicht für den Hyperschuss von Waluigi. Wird das hier der Ausgleich bzw. die Führung für Ungarn? Oder können die Schotten den Ball irgendwie noch abwehren? Ist nicht so einfach. Und es wird das Tor für, ja, da sind sie sehr, sehr erfreut, für Ungarn. In der 30. Spielminute, aber nun sind wir in der Nachspielzeit und da kommt noch das, oh, der Ausgleichstreffer von Diddy Kong für Schottland. Der kam ja ziemlich aus dem Nichts, beziehungsweise, ja, ziemlich prompte Antwort. Und nun ist die Frage, passiert hier noch irgendwas Schnelles? Oder geht es hier unentschieden aus? Nochmal ein Schuss von Bowser und ihr habt schon die letzten Sekunden ticken gehört. Das war wirklich buchstäblich in letzter Sekunde der Führungstreffer und wahrscheinlich auch der Siegtreffer für Schottland. Und er ging wirklich ins Eck, aber da am Abwehrspieler und Tor hat nicht gut ausgesehen. Und schaffen sie es noch eine Chance? Der Ball, der wird abgepfiffen, bevor er ins Tor geht. Also bleibt es beim 4-3. Und die Schweiz gegen Deutschland. Die Schweiz hier schon weiter mit 6 Punkten und plus 7 Tordifferenz. 7-0, noch keiner dieses Gegenteil haben sie bekommen, aber vielleicht jetzt? Nein! Der Torhüter hält wirklich sehr, sehr stark von der Schweiz, aber da ist das erste Gegentor für die Schweizer. Und damit steht 1-0 für Deutschland in der ersten Spielminute durch Toad. Da wurden sie ein wenig überrumpelt. Aber auf der anderen Seite ein krasser Schuss von Bowser an den Querbalken und der Nachschuss von Diddy Kong. Ich hoffe, es war die Latte. Ich habe nicht gesehen, ob es Latte oder Pfosten war, aber auf jeden Fall ans Aluminium. Ah, da sieht man es. Ja, es war die Latte. Ein schöner Schuss. Da stand Diddy Kong auf jeden Fall richtig und macht das 1-1 für die Schweiz. Tor wieder auf die andere Seite und mit dem direkten nächsten Tor. 26 Spielminute. Es geht hier echt jedes Großchance hier eigentlich ein Tor, muss man ganz ehrlich sagen. Die ganz kleinen Chancen sind natürlich nicht mit reingeschnitten. Aber da steht es schon 3-1
von Peach. Also es sieht doch hier aus, als ob Deutschland hier so nochmal zurückkommen würde. Beziehungsweise sie haben ja auch das erste Tor erzielt. Schaffen sie hier den Tabellenführer zu besiegen. Rosalina fällt mit ihrem Ultraschuss. Aber Toad, ja, kommt auch nicht durch. Dafür auf der anderen Seite jetzt eine weitere Chance von Daisy. Und die kommt nicht mehr an den Ball. Toad steht vorne. Der Torhüter von Schweiz hält sehr, sehr gut. Nochmal Peach, aber so wird das nichts. Doch wird das hier ein Megaschuss? Ja, es wird ein Hyperschuss, aber ein wirklich schlechter. Da wurde er überhaupt nicht getroffen. Schafft es der schweizerische Torwart, den Ball hier auszuhalten? Rosalina zieht auf den Torwart. Geht er durch oder wird er aufgehalten? Er hält ihn sogar bombenfest. Unglaublich. Also den hätten sie auf jeden Fall mit mehr Schmackes. Hätten sie mehr Schmackes reinlegen müssen. Dafür haben sie echt so viele Chancen. Sie müssen hier nochmal treffen. Ich meine, zwei Tore sind schon mal was, aber ein Hyperschuss von den Schweizern und das steht wieder unentschieden. Es ist schon die 11. Spielminute. Es sieht sehr, sehr gut aus für die deutsche Nationalmannschaft hier im Todkönigreich. Auf der anderen Seite noch eine Chance für Daisy. In der letzten Sekunde ein sehr perfekter Hyperschuss. Wird das der Ausgleich? Sie haben in der letzten Sekunde der Hyperschusszeit noch ausgeführt. Also ein sehr guter Punkttreffer. Wenn sie ja nochmal zwei Tore schießen, dann steht es hier 3:3. Und dem ist auch so. Daisy Shakiri mit einem schönen Distanzschuss. Fast so schön wie im zweiten Gruppenspiel von der Schweiz. Nun, Diddy Kong. Macht er noch einen? Nein, er wird abgewehrt. 93 Minute sind wir bereit. Und wer schießt hier das nächste Tor? Das ist die Frage. Wir sind schon nach Spitze angekommen. Eine letzte Chance wird es wahrscheinlich noch geben. Daisy hat den Ball, läuft durch in die Mitte und macht tatsächlich noch das 4:3 für die Schweiz. Schon wieder Daisy Shakiri hier. Und ich glaube, sie kann es selbst nicht so ganz glauben. Die ganze Zeit hinten gelegen, aber dann am Ende wohl doch noch gewonnen. Damit endet das Spiel 4:3 für die Schweiz. Deutschland muss bangen, weiterzukommen in das Achtelfinale. Kroatien, Spanien. Beide wollen hier den ersten Platz der Gruppe B für sich beanspruchen. Wer schafft es von diesen beiden Favoriten in der Gruppe B, wobei die Gruppe B eigentlich nur als Favoriten B steht. Und nun kommt aber die Italiener über Toad, kommen aber nicht durch. Auf der anderen Seite eine Chance für Daisy und der Nachschuss von Rosalina ist drinnen. Da ist das 1:0 für Kroatien, auch direkt in der ersten Spielminute. Das ging ja wirklich schnell und die Italiener wurden somit ordentlich überrumpelt. 20. Spielminute, eine weitere Chance für Kroatien und das nächste Tor. Diesmal von Diddy Kong, er kommt durch und macht das ziemlich unbedrängt rein, hat es nämlich leicht gehabt. Auf der anderen Seite eine Großchance für Toad und er hat drei Angriffe gebraucht, aber dann ist selbst der Torhüter von den Kroaten überrumpelt und damit steht es 2:1. Der Anschlusstreffer für Italien ist gefallen. Das sind bereits der 45. Spielminute. Und es musste hier auf jeden Fall noch was passieren in Richtung Italiener, damit sie hier den Ausgleich schaffen. Toad nochmal eine Flanke zu Valuigi, aber der reicht nicht. Wir sind am Ende angekommen. Und bevor sie abschließen können, ist es aus. Albanien, Spanien. Der Gewinner von diesem Spiel kommt auf jeden Fall vorbei an den zweitplatzierten Italienern. Soll es unentschieden ausgehen, würde es nur für Albanien für Platz 2 reichen. Auf jeden Fall wollen beide Teams hier auf Sieg spielen und nicht erst anfangen, hier irgendwie auf Unentschieden zu plädieren. Da ist aber zu heikel. Bisher ein ziemlich ruhiges Spiel, bis auf einmal der Schuss von Albanien von Bowser Jr. aus der dritten Reihe kommt hier. Gar keine zweite Reihe mehr, so weit hinten, wie der kam. Ein sehr, sehr schöner Schlenzerer. Eine weitere Chance jetzt hier für einen Halberschuss von Peach, aber dieser geht nicht durch. Dafür kommen die Spanier auf die andere Seite. Aber aufgehalten von Bowser Jr. Und schon wieder Bowser Jr. macht hier die Abwehrleistung gut. Toad dafür eher weniger, aber dennoch
Jetzt eine weitere Chance. Was macht Waluigi? Er weiß nicht genau, wo er hinlaufen soll und braucht einfach viel zu lange für diesen Angriff. Wir sind angekommen in der zweiten Hälfte. Das sieht aus nach einem Hyperschuss. Doch gerade noch verhindert von den Albanern. Nun über die rechte Seite. Toadbleiber, Abschlussversuch und noch eine Chance. Aber die Abwehr hält wirklich sehr, sehr stabil. Auf der anderen Seite, die Spanier, schön abgewehrt von Bowser Jr., der ist wahrscheinlich hier der MVP in diesem Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Was er abwehrtechnisch leistet und auch dieser Schuss von vorhin, wirklich, wirklich stabil. Noch in der Nachspielzeit, in der zweiten Hälfte noch eine Chance, er steht ganz frei. Toad und da wieder ist Bowser Jr. zwischen, also Bowser Jr. rettet hier Albanien das 1:0, den Sieg, den sie jetzt auch über die Zeit gebracht haben. Niederlande, Österreich. Der zweite gegen den dritten. Niederlande mit 3 Punkten, Österreich bisher mit einem. Das heißt, Österreich muss hier auf jeden Fall gewinnen, damit sie noch entspannte Weiterkommenschancen haben. Und da sind sie auch schon, die Österreicher, mit 2 Schüssen. Aber der Torhüter hält fantastisch. Und schon wieder am Halten. Und der Torhüter von Niederlande wirklich sehr stabil. Die Abwehr macht aber auch einen relativ guten Job. Nur die Österreicher sind hier auf jeden Fall das bessere Team in der ersten Hälfte auf jeden Fall. Und dennoch kommen sie nicht am Torhüter von den Niederländern vorbei. Vielleicht jetzt. Und da stand er vielleicht nicht ganz optimal. Da hat er spekuliert, dass der Ball doch nochmal an die Wand geht. 1:0 für Österreich. Und die erste Hälfte ist doch gar nicht vorbei. Es kommt noch eine weitere Chance von Toad, aber es reicht nicht. In der zweiten Hälfte geht es genauso weiter, wie sie aufgehört hat. Aber auch die Österreicher wollen hier treffen. Und das war eine super Parade von Peach, die sich dann den Ball geworfen hat, denn sonst wird es hier 2:0 für Österreich stehen. Aber so ist es nicht. Peach auf der anderen Seite gleich auch noch mit dem Angriff. Peach hier wirklich jetzt in ihrer Prime. 1:1. Da macht sie das Tor. Die Peach für die Niederlande. 69. Spielminute. Ein Schuss aus dem Nichts von Bowser Jr. Aber kein Tor. 37. Spielminute. Er steht noch 1:1. Bleibt es hier beim Unentschieden oder passiert hier noch was? Noch 2 Chancen von Toad. 3 Chancen. Ja, aber der Torhüter hält. Fantastisch. Nachspielzeit. Ist die Nachspielzeit angebrochen und da passiert es auch das Siegestor für Österreich. 2:1. Passiert hier wirklich noch was oder ist das hier vorbei? Noch ein Lattenschuss. Aber ich glaube, es wird dabei bleiben. 2:1 für Österreich. Polen gegen Frankreich. Der erste Polen mit 6 Punkten gegen den letzten Frankreich mit 1 Punkt. Ein Spiel, was von den Teams auf jeden Fall spannend klingt. Und Frankreich muss hier auf jeden Fall gewinnen, sonst schaffen sie es nicht in die nächste Runde. Ein Unentschieden reicht nicht. Und deswegen versuchen sie alles zu verteidigen, was nur geht. Aber die Polen wollen hier auf jeden Fall den weiteren Sieg einfahren. Denn ihr Ziel ist es natürlich als Tabellenerster hier ins Achtelfinale weiterzuziehen. Nun, die Polen kommen ganz schön gut an. Jetzt nochmal mit Wario, aber sie kommen nicht komplett durch. Dafür die Franzosen mit einem Schuss. Aber jetzt fällt eine zweite Chance. Aber die Abwehr hält gut. Und da ist Peach. Hat Peach ein Tor gemacht. Ein, wow, fast schon Wembley-Tor. Schön an die Latte. Und dann ist er ins Tor gekullert. Da freut sie sich. Die Peach Kreismann. Oder soll ich sagen, Antoine Peachmann. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Zweite Hälfte. Die Polen können sich das nicht gefallen lassen. Sie versuchen es weiterhin. Sie wollen hier treffen. Über Toad. Aber so geht er nicht rein. Nochmal Toad. Er sieht denn den Panzer nicht, der schon Ewigkeiten vor hinter ihm losgeschickt wurde. Ich glaube, er sollte mal zum Ohrenarzt gehen, der Toad. Weil hinten Augen hat er keine, aber Ohren würde müsste er schon hören. Er versucht es weiterhin. Die Franzosen wollen auch nach vorne den Ball treiben, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass bei den Polen auf jeden Fall mehr Schmackes drin ist hier. Und die Polen sich ja fast gegenseitig in Abwehr noch durch die Gegend schieben. Ein halber Schuss von Frankreich, der nicht durchgeht, aber schön abgewehrt von der Abwehr von Bowser Jr. Und war's das jetzt?
Ein 1-0, ja, ein 1-0 für Frankreich. Dänemark-Serbien, erster gegen den zweiten Platz. Erster Platz ist Serbien mit 6 Punkten und plus 8 Tordifferenz. Also sie sind die Tormaschinen hier in diesem Turnier. Und deswegen auch die Favoriten. Und da bin ich gespannt, ob es heute wieder eine torreiche Partie wird oder ob wir eines anderen belehrt werden. Der erste Angriff kommt auch direkt von Serbien, aber die größere Chance kommt hier von der Seite von Dänemark. Serbien wieder mit einem Abschluss, aber Torhüter hält gut. 37 Spielminute, da sind die Damen so gut wie durch, aber Diddy Kong hat da etwas dagegen und stellt gut den Mann rein. Somit hält er den Angriff auf. Serbien auf der anderen Seite in 41 Minute mit dem Tor von Birdo. Doch das gefällt denen, die Dänen nicht. Der Tor wehrt ab an dem Pfosten. Sie wollen hier auf jeden Fall noch das Tor vor der Halbzeit, aber kriegen sie das hin? Ich denke nicht. Nein. 560 Minute. Die Serben sind hier schon die stärkere Mannschaft, haben hier auch wirklich krasse Chancen. 3 Schüsse auf den Torhüter, aber kein Tor. Der Halbschuss von Bosse Junior von Dänemark funktioniert nicht. Berdo versucht zu stolzieren, funktioniert auch nicht. Und auch der nächste Schuss geht nicht ins Tor. Wird es ein schlappes 1-0? So ist es. 1-0 für Serbien. England gegen Slowenien. Und England mit 3 Punkten auf Platz 3, Slowenien mit 0 Punkten auf Platz 4. Also sie müssen schon höher gewinnen, damit sie hier an England vorbeikommen würden. Und der erste Schuss ist aber auch direkt von Slowenien. Aber die Engländer können den Ball noch irgendwie rauskatapultieren. Gegen Gegensatz zu diesem Ball in der 13. Spielminute. Birdo macht das 1-0 für den Außenseiter aus Slowenien. Da sah der Torhüter nicht wirklich gut aus. Nun aber, Waluigi scheint nicht durchzukommen. Aber die Slowenen sind hier auf jeden Fall das bessere Team. Und da kommt ein Panzer auf den Hyperschuss. Aber er war zu langsam und damit geht der Hyperschuss durch. Das sieht alles andere als gut für die Engländer aus. Daisy zieht ab. Das sieht ja wirklich rosig aus, denn es sind Blumen, versteht ihr? Kann der Torhüter von den Engländern den Ball abwehren? Tatsächlich können sie. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Abwehr. Da sieht man den Kampfgeist der Engländer. Sie wollen hier auf jeden Fall nicht verlieren. Sie wollen auch besser performen als den dritten Platz. Oder sogar noch schlechter hier. Dennoch sind es die Slowenen, die wirklich großartig angreifen. Von den Engländern sieht man tatsächlich nicht viel. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und ein Schuss. Und der Torhüter ist wohl verwirrt. Aber ein krasser Schuss aus der Distanz von Slowenien. 68 Spielminute und da steht es schon 2-0. Schon wieder Birdo und schon wieder haben sie geschlafen. Die Engländer. 40 Spielminute. Von England kommt tatsächlich wirklich gar nichts. Ich glaube, dass Bellingham und Co. ja, schon abgeschlossen haben mit diesem Spiel. Aber so geht das nicht. Bellingham Junior. Versuch's doch mal, aber so geht's nicht. Schaffen sie doch das 3-0 hier. Wäre wichtig für Slowenien. Denn sie brauchen eine krasse Torreferenz. Aber ich glaube, viel mehr wird hier nicht mehr passieren. Jetzt kommt nochmal über die Außen nach innen und Birdo macht doch noch das 3-0. Und damit ziehen sie vermutlich sogar an England vorbei. Das ist eine Euro Mario zu vergessen für England. Der erste gegen den letzten in Gruppe E. Slowakei gegen Rumänien. Slowakei mit 6 Punkten erster. Und Rumänien letzter mit 0 Punkten und minus 6 Tordifferenz. Also sieht es ja schlecht aus für Rumänien. Ich bin gespannt, ob sie wenigstens noch den Slowaken hier die Stirn bieten wollen und ihnen ein bisschen, ja, verhindern wollen, dass sie einfach so durchmarschieren und nochmal sagen, hey, wir sind nicht umsonst hier bei der Euromario. Wir wollen auf jeden Fall noch was zeigen, was wir können. Aber da haben wir einen Halberschuss von der Slowakei, von Waluigi. Sie wollen natürlich auch, die Slowaken wollen natürlich auch ihre Torreferenz auch ein bisschen erhöhen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, ne? Aber der Halbschuss geht nicht zum Tor durch. Die kommt auf der anderen Seite. Auch bisher
Nicht erfolgreich, aber Birdo schießt erstmal aus 1 Meter in die Latte gefühlt. Aus kurz hat die Latte, aber der Nachschuss ist dann drinnen. Da war der Torwart so verwirrt, hat mit seinem Spin-Attack alles getroffen außer dem Ball. Aber naja, der halbe Schuss wird abgewehrt vom rumänischen Birdo. Und Birdo versucht es weiterhin. Aber vielleicht jetzt in der 81. Spielminute. Gut gehalten, Nachschuss von Bowser Junior aus einer sehr, sehr wilden Position, aber der ist auch drin. Damit sieht es aus, als ob die Slowaken dann doch noch bangen müssen um den ersten Platz. Außer ihnen fällt hier noch etwas besonders ein. Damit meine ich wie so Hyperschuss etc. Aber es sieht nicht so aus, sondern eher, dass nochmal Rumänien kommt. Damit hat Rumänien aber wenigstens keine 0 Punkte und können sich wenigstens mit erhobenen Hauptes aus diesem Turnier verabschieden. Zweiter gegen den dritten. Ukraine auf dem zweiten Platz mit Tordifferenz von 2 und Belgien auf dem dritten Platz mit einer Tordifferenz von 1. Auf jeden Fall, der Gewinner hier wird den zweiten Platz einfahren, beziehungsweise sogar den ersten. Sie können den ersten sogar noch hinkriegen. Auf jeden Fall ist das Ziel hier auf jeden Fall der Sieg, denn mit einem Unentschieden wird Ukraine Zweiter und Belgien Dritter. Und die Belgier wollen hier auf jeden Fall zeigen, dass sie besser sind als Platz 3. Bisher in der ersten Hälfte nicht viel passiert. Ein paar Chancen, die nicht allzu riesig waren. Vielleicht jetzt noch am Ende in der Nachspielzeit. Das ist Bowser Junior mit dem 1:0 für Belgien in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 47 Minuten direkt drin in der zweiten Hälfte. Die Belgier kommen weiter über Bowser Junior, der anscheinend ihr Schlüsselspieler ist. Kevin de Bowser Junior auf jeden Fall hier am Start. Und er versucht aus der zweiten Reihe, aber so leicht kommen sie hier nicht durch. Dafür der Schuss von Waluigi, abgeblockt, aber kein Angreifer der Ukrainer da, um den Ball zu versenken. 81 Minute, schaffen sie noch den Ausgleich, die Ukrainer, oder entscheidet sie sich das Spiel zugunsten der Belgier und sie erhöhen noch weiterhin. Nochmal Belgien, aber sie kommen nicht durch. Sie versuchen noch einmal, nochmal Bowser Junior. Und der Torwart hat den Ball. Und damit scheint es ganz so zu bleiben. Oder sind sie einfach was? Nein, 1:0 für Belgien. Und damit übernehmen sie den ersten Platz. Georgien gegen Portugal. Erster gegen letzter. Georgien hier auf jeden Fall das Überraschungsteam der Gruppe F. Schauen wir mal, ob sie hier noch den zweiten Sieg im dritten Spiel hinbekommen. Im zweiten Spiel hatten sie ja unentschieden. Jetzt wollen sie auch noch den Portugiesen zeigen, was sie so können. Aber wer jetzt erstes stürmt, ist auf jeden Fall eher Portugal mit Bowser Junior, aber die Georgier hat, der georgische Torwart den Ball fest in seinen Händen gehalten. Weiterhin über die andere Seite und da ist Cristiano Birdo mit einem Tor in der Drehung, aus der Drehung, nicht schlecht. Auf der anderen Seite mit 4 Georgien kommt Waluigi nicht durch. Auf der anderen Seite ist es dann doch noch Bowser Junior, der es versucht. Und ein schöner Schlenkerer. Aber der ist nicht drinnen. Jetzt versucht es nochmal Cristiano Birdo mit dem 2:0. Er war ziemlich lange, ein bisschen provozierend, muss nicht sein. Aber Tor ist dann letztendlich doch Tor und Bowser Junior macht das 3:0. Dass so eine Packung wird für die Georgier, das haben sie sich nicht vorgestellt oder nicht damit geahnt. Und Cristiano Birdo ganz alleine vorne und das lässt sich nicht nehmen. Und damit steht das 4:0 noch in der ersten Hälfte. Dann sind sie noch nicht vorbei. Schaffen sie noch ein 5:0. Aber der Torhüter von Georgien macht noch mit. Er könnte ja auch einfach nach Hause gehen, aber er macht noch mit. Er ist auf jeden Fall ein sportlicher Ehrenmann, wie man das so schön sagt. Dafür Peach mit einem nicht sehr gelungenen Hyperschuss. Aber ja, eine Hälfte war gar nichts, die andere war ziemlich gut. Dann schauen wir mal, ob das reicht für die 2 Tore. Denn dann würden sie wenigstens ein bisschen wieder rankommen. Ein 2:4 würde schon ein bisschen besser ausschauen auf dem Papier als ein 0:4. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und damit passiert dennoch nichts. Es reicht nicht für das Tor. Da war es einfach nicht optimal. Doch sie haben einen neuen Hyperschuss ausgewählt. Und jetzt versucht sie es
Mit einem Stern können sie hier ziemlich gut diesen Hyperschuss ausführen. Nicht 100% perfekt, aber ja, man kann sagen, 75% perfekt ist der Schuss auf jeden Fall schon. Reicht das diesmal? Dann ist der Spielminute viel Zeit, bleibt ihnen nicht mehr, um noch aufzuholen. Und diesmal geht er rein. Diesmal steht es 2-4, also ein Doppeltor von Waluigi für die Georgier. Es geht direkt weiter auf der anderen Seite. Und es sind die Portugiesen, ne? Es geht hier immer weiter hier. Es passiert hier ziemlich viel auf einmal, wie es aussieht. Und da passiert direkt das 3-4 für Georgien von Toad, der sich da in die Mitte verirrt und den Ball hier schön ins lange Eck reinschlänzt. Schaffen jetzt die Georgier noch den Ausgleich, aber nein. Es ist Bowser Jr., der hier mit das 5-3 macht und jetzt sind es wieder 2 Tore, die den Georgiern fehlen und jetzt in der Nachspielzeit schon angekommen. Es wird wirklich schwer. Sie haben zwar noch einen Hyperschuss, aber sie müssen ihn jetzt auch einsetzen und dafür bleibt keine Zeit mehr. Und damit starten wir in das letzte Spiel des dritten Spieltags, beziehungsweise der Gruppenphase der Euro Mario 2024. Und es spielt Tschechien gegen die Türkei. Und den Türken wird ein Unentschieden reichen, im Gegensatz zu Tschechien. Die wollen hier auf jeden Fall einen Sieg einfahren, damit sie sicher weiterkommen. Doch die Türken sind jetzt als erstes hier ein Tor erzielen. Und zwar über Berdo. Und eine wilde Abwehrleistung vom Torhüter von den Türken. Das war ziemlich, ja, mutig, so abzuwehren. Doch sie spielen auch mutig nach vorne. Sie sind auf jeden Fall die Favoriten hier in diesem Spiel. Doch die Tschechen lassen nicht alles durch. Sie wollen hier alles geben, um möglichst noch den Sieg einzufahren. Aber bisher sieht es alles andere als nach einem Sieg aus für die Tschechen. Denn es ist wieder die Türken, die sich versuchen hier. Und jetzt ist es hier echt ein Battle zwischen den Torhütern. Beide wehren Bälle mit der Brust, mit dem Kopf irgendwie ab. Ich weiß gar nicht, wem sie hier was beweisen wollen. Aber gut. Ein Stern wird eingesetzt von dem Bowser Junior von Tschechien. Doch dennoch schießen sie direkt in die Abwehr. Das war wirklich eine Verschwendung. Und da ist es auch mehr als verdient, dass dann hier die Rechnung zurückkommt. 2-0 für die Türkei. Nachspielzeit, wir sind angekommen. Sie spielen den Torhüter den Ball zu, laufen in ihn rein, weiß ich was. Sie zeigen auf jeden Fall keine Initiative mehr, hier zu treffen. Und auf der anderen Seite sind es die Türken, die hier nochmal einen Hyperschuss hinkriegen und hiermit noch auf 4-0 erhöhen können. Wird es noch so viel werden? Schaffen sie es noch? Tatsächlich schaffen sie es noch. Ein 4-0 und damit sind die Türken auf jeden Fall weiter.